So, passend, wo die Musik natürlich weggeht, habe ich gedacht, ich schalte mich jetzt schon mal an. Und damit willkommen zurück zu der 10. Folge, so habe ich gerade vorhin gesehen, zu Colony Survival. Ja, wie wir sehen, wir werden hier vom Zombie förmlich nicht überrannt, sondern richtig belagert. Also ist richtig übel. Und ja, wir haben uns, Entschuldigung, in der letzten Folge richtig schön mit Forschung auseinandergesetzt. Und ich habe nebenbei, ich muss ganz bisschen was gestehen, nebenbei kurz was weitergemacht. Ich habe hier kurz, welche Forschung habe ich denn kurz weitergemacht? Ich habe kurz die Forschung Bienenhäuser und, nee, Bienenhäuser war schon, oder Hühnerfarm. Eins von beiden hatte ich gerade und dann hatte ich noch kurz was anderes fertig gemacht. Und aktuell läuft jetzt gar keine Forschung, will ich jetzt auch gerade aktuell auch nicht laufen haben. Deswegen kommt der Block jetzt erstmal weg. Und der Block, oh. Und der Block kommt jetzt auch immer weg. Und zwar, ich habe was festgestellt. Unsere Wachleute hier gehen essen, wenn, ja, die gehen nämlich dann essen, wenn die nämlich ihre Arbeit hier getan haben, was ich gut finde. Da habe ich mir gedacht, was könntest du es ja noch mal ein bisschen weiter hier raus, hier kommen. Gedacht, na gut, beobachte ich mal kurz eine Weile die Leute. Wann sie ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Die Bergleute, wenn ich das auch beobachtet habe, oder von denen, die hier unten arbeiten, holen sich hier nach und zwischendurch manchmal von hier. Deswegen habe ich die Tische hier, die Lebensmittelläden auch nochmal ein bisschen umgebaut. Deswegen steht hier jetzt einer und hier unten und da oben steht das gar keiner, gar kein hier Tischladen mehr. Und ja. Das ist auch schon Sinn und Zweck dieser Geschichte. Ne, da habe ich halt die Lebensmittelläden alle einfach mal umgestellt. Das brauche ich auch nicht mehr. Und ja, ich habe gerade gesehen, ja, Aquet Alpha Polyopod Effiziente 110. Da habe ich gedacht, oh Mist. Der hat gerade die Effizienzpunkte, hat er gerade für ausgegeben, um sich das Upgrade davon zu holen. Na gut, dafür kriegen wir jetzt mehr, 10% mehr Effektivitätsgruppe auf von und zu hier, Dinger. Und ich wollte mal gern jetzt mal ausprobieren, und zwar dieses Graben. Erbauen. Grabreich. Wähle eine Fläche zum Ausgraben aus. Ja, und da muss ich gerade kurz gucken. Ach, guck mal, du kannst ja hiermit ja das Ausgrabungsding bestimmen. Das Problem ist nur, wie bringe ich den Leuten das bei? Es sei denn. Das ist gar nicht mal so doof. Pass mal auf. Wenn ich jetzt hier eine Treppe hochbaue, ne? So, zack, zack. Warte mal. Zack. So. So. Ich will mal diese Ausgrabfunktion mal testen. Oh, warte mal. Mach mal hier mal eine Stufe hin. Für den Fall der Fälle. Alles mal gedacht, cool, teste mal. Hat der gut funktioniert? Klappt dasselbe Hinderungsprinzip wie bei Minecraft? Tatsache, klappt sogar. Sehr gut. Sinn und Zweck erfüllt. Dieses Ausgraben wollte ich nämlich gerne mal ausprobieren. Und zwar. Müssen wir dafür hier mal weiter rüber? So. Dieses Ausgraben wollte ich also gerne mal ausprobieren. Und dazu würde ich mir jetzt das Grabwerkzeug krallen. Ah, ne, warte mal. Das, was sie ausgraben sollen, soll ich nehmen, ne? Oh. Verdammt. So, jetzt könnt ihr mir gar nichts mehr. Ah, Mist. So. Und dieses Grabwerkzeug muss ich wohl dafür jetzt nehmen können, zu bestimmen, wie viel gegraben wird jetzt, ne? So, guck mal. Und aktuell kann ich dieses Grabwerkzeug für. Mist. Das war jetzt nicht so direkter Plan. Benutzen könnte, dass ich bestimmen kann und sagen kann, hier, du kriegst eine Fläche von so und so viel aus. So.
Da habe ich jedoch ein, da habe ich jedoch so ein Grabending jetzt platziert, ne? Das heißt, wenn ich hier jetzt, hier den Grab, dann müsste ich doch hier, ach guck mal, dann kann ich hier jetzt Arbeiter dran platzieren, die dann, obwohl so direkt rennt jetzt nicht weg. Wir nehmen erstmal ein. Und dann glaube ich, brauchen sie auch eine Kiste, ne? Wo sie die Sachen hin tun können, dass sie ausgraben. Zack. Und dann, glaube ich, buddeln sie die Fläche aus, die sie hier haben. Tippe ich jetzt einfach mal drauf, dass das so ungefähr funktioniert. Die maximale Ausgrabungsgröße kann hier über die Koloniepunkte Digging Area Site hier bestimmt werden. Und zwar auf 1000 Blöcke. Die nächste Stufe wäre 2500. Aber 1000 Blöcke ist aber auch schon mal nicht schlecht. So, und die gräben das dann aus. So ungefähr, glaube ich, ist der Plan. Ich sage ja, ich tippe auf ungefähr so, ist ungefähr der Plan. Ungefähr. Es werden keine Ziegel mehr hergestellt. Wieso werden keine Ziegel hergestellt? Da muss ich mal kurz abklären. Hier, ihr seid doch dafür da. Ach, Lehm braucht ihr dafür. Wie komme ich denn jetzt hier an Lehm ran? Das ist hier unten, ne? Was davon ist jetzt hier Lehm? Gips? Gips ist wahrscheinlich das. Und was ist das hier? Eisen, ne? Was ist hier drunter denn? Es könnte auch Eisen. Nee, warte mal, Eisen? Nee, das könnte Gips sein. Das könnte hier Dings sein. Ich platziere mal einen so ein. Das Problem ist nur, ich komme jetzt hier gerade so lange hier nicht weiter, bis ich genügend Koloniepunkte habe. Das ist mein kleines Problem jetzt an diesem Dilemma. Und ja. Ja, die haben auch schon nebenbei hier, glaube ich, schon Getreide geerntet. Oh, guck mal hier, so viel Getreide, so viele Gerste. Das läuft doch. Dafür würde ich auch gerne jetzt hier. Ach, guck mal, Schneiderei, Mühlenstein. Ach, du Schande. Wir kriegen jetzt hier so viel. Ja, Mühlenstein und Backofen ist auch so eine krasse Sache. Da müsste ich eigentlich schon wieder ein paar Löcher buddeln. Wisst ihr was? Das machen wir auch jetzt, diese Folge. Das wird lustig. Ich sag's euch. Das wird lustig, lustig, lustig. Und zwar würde ich sagen, fangen wir hier einfach die nächsten Reihen an. So, 1, 2. So, hiervon, ne? Zack. Brauchen wir noch 2 Kisten. Würde ich sagen, krallen wir uns einfach die Grundutensilien dafür. Ach, guck mal, dann muss ich ja wieder hier was bestimmen. Ja, guck mal, da muss ich schon wieder jetzt was bestimmen. Pass mal auf. Mühlstein kann er mal maximal 10 davon herstellen. Genauso wie die hier. So. Was ist das denn hier? Lack und sowas. Ah, guck mal, Lack und Leder, das braucht kein Schmarrn hier. Hier von der Schneiderei kann auch 10 von hergestellt werden. Was ist mit dem Eimer? 10. So. Ja, noch sollen die ja bis zu 5000 Munition herstellen. Alles andere produzieren sie danach. So. So, was machst du? Ach so, ihr könnt jetzt nichts weitermachen, ne? Nee. Google, aktuell geht das hier aber auch kaum weiter, was das betrifft. Das ist aber auch nicht so wild. Soweit ich aber weiß, ist, dass bei dem hier, wenn sich das nicht geändert haben sollte, so.
Guck mal, dafür brauchen wir Brot, Brot, Meat. Brauchen wir Brot und Beeren und Bienen und Wachs. Brauchen wir aus rohen Bienenwachs. Ach, das Schande. Also man muss sagen, das hat sich ja echt kompliziert, ne? Hat sich wirklich verkompliziert. So, und dann brauchen wir noch was für die Schneiderei. So, und das war's zur Herstellung erstmal, ne? Ach ja, warte mal. Huch. So. No. Lass mal kurz gucken. Ja. Ah, noch sind wir weit genug weg. Ich schätze mal einfach gerade, wir sind noch weit genug weg. Ich weiß es nämlich nicht. So. Ja, den Boden muss ich mal machen, Ben. Ja. So. Dann wäre hier der nächste. Mit einer Facke und dann brauchen wir noch Kisten. Na, guck mal, zwei Kisten haben wir ja noch. Zack und zack. Guck mal, haben wir hier schon mal die Schneiderei. Hier können wir Leintuch, Stoffbeutel, Leinsack. Oh, da stellen wir aus Leintuch her, okay. Ach so, stimmt. Ach so, machen wir die nicht hier. Ach so, stellen wir hier nicht die Dinger her. Wo stellen wir denn Bogensehen her? Hier? Ach guck mal, hier sind gerade alle weg. Das passt vom Timing her ganz gut. So. Ja, um den Boden schon mal schöner zu machen, ne? So. Guck mal, damit haben wir den Boden auch schon mal schön. So. Müssen wir jetzt nicht so weit sein? Ach nee, das mit den Bögen muss ich ja jetzt noch erst erforschen. Warte mal, da. Guck mal, dafür bräuchten wir hier die Bronzearme aus Hühnerfarm und Bienenzucht. Benötigt Bronze, Pfeile und Bogensehne. Wo stellen wir die Bogensehne denn nochmal her? Ach da, Bogensehne. Genau, um halt die Bögen herzustellen. Pass mal auf, wir setzen das auf 10, machen das auf mittleres, nee, auf niedrigstes. Oder machen wir sonst auf 20. So. Setzen wir sonst alle auf 20, damit wir das vorrätig haben. Das sollte ja kein Problem sein. Hier auch nochmal 20 und hier auch nochmal 20. So. Was würde ich denn sagen, kriegt die ja hier alles soweit eine mittlere Priorität. Ja, auch was diese beiden Produktionen betreffen. So, das können wir als niedrigste Stufe da lassen. Das hier können wir mal so lassen. Das hier auch. So. Ja, Bronzesachen lassen wir weiterhin gut herstellen. Und Betten machen wir mal auf 50. So. Kann man mit parallel dann zusammen hergestellt werden. Das ist kein Problem. Das sollte so passen. So. Das Ganze nochmal ein bisschen angepasst und dann sollte das funktionieren. Na guck mal, jetzt brauchen wir 7 Jobs. Also es ist schon nicht ohne, was wir dafür jetzt alles brauchen.
Momentan sieht das mit Zombies sonst alles soweit ganz gut aus. Er scheint das richtig gut in Kontrolle zu haben. Also das, ja, lässt sich eigentlich gar nicht beklagen bis jetzt. So, da habe ich mir sogar nebenbei noch gerade noch eine schöne heiße Tasse gemacht. Nochmal was Leckeres hier. Oh, ist das lecker. Ist aber leider noch ein bisschen zu heiß. Aber wie gesagt, habe ich mir jetzt gerade vor vollem Beginn noch schnell mal zusammengeschustert. Na, aber wie hoch können wir mit den Koloniepolz hier nicht gehen? Es gibt 35 Levels. Und davon haben wir Level 2 jetzt erreicht. Na, als nächstes muss ich gucken, dass ich das hier auch mache. Da muss ich echt aufpassen, dass ich das erwische. Aber wir brauchen echt noch mehr Kolonisten, damit wir hier auch ein bisschen weiterkommen. Weil eigentlich kann ich hier schon bald nichts mehr machen, außer warten. Das ist mein little Problem. Ding ist halt, Area. Das würde ich sogar gern dann auch danach machen. Aber was willst du machen, ne? Was willst du machen? Ja, guck mal, du mischen die alle hier richtig mit. Na, wie gesagt, ist eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Damit kann man arbeiten. Ja. Ja, das ist der Wahnsinn, was für eine Effektivität der Mod hier dann hier auch gleich mit raushaut. Also da, ja. Ach, guck mal, das Gerste werden wir hauptsächlich dafür brauchen. Okay, gut zu wissen. Guck mal, was werden wir denn ja hauptsächlich brauchen, um... Ach, guck mal, warte mal, da gibt gleich sogar was anderes noch gleich Sinn. Pass mal auf. Können wir hier nicht so ein Wasserdings herstellen? Ne, warte mal. Wissenschaft. Da haben wir doch hier eine Wasserpumpe. Oder ist das so ein Job? Nahrung. Imker. Wasserträger. Benötigt offenes Gewässer in der Nähe. Okay. Ja, das können wir hier so ja nicht platzieren. Aber Wasserträger, kein Wasser in der Nähe. Gut, das mit dem Wasser ist die eine Sache. Aber wir konnten doch hier... Warte mal, lass mich mal kurz gucken. Lass mich mal was gucken. Ja, Wasserpumpe benötigt Kupfernägel. Okay. So, jetzt setze ich mal alle Priorität runter. Ah, die müssen das eigentlich langsam mal gebacken kriegen, noch mehr hier, wenn ich mal ausreichend hier Munition herzustellen. Schalte ich hier einfach schon mal die nächste Reihe rein. Die sich denn hier darum kümmern. So. Gesagt, getan. Damit werden die dann auch weiter daran rumbauen. Guck mal, jetzt brauchen wir schon 9 Kolonisten. 9 Stück, das ist ja schon der Hammer hier. Ah, guck mal, wir haben eine Wasserpumpe. Holt Wasser aus dem Boden. Jedoch langsam mal als Wasserträger. Das heißt, wenn wir den jetzt platzieren, brauchen wir... Achso, der nimmt einen neuen Job ein. Okay, gut. Gut, der braucht zwar länger als Wasserträger, ist aber ganz schön angenehm. Dafür brauche ich keinen... Gut, ich hätte sonst auch eine andere Idee gehabt, aber gut, so geht das auch. Alter, das sieht ja wahnsinnig aus, ne? Wenn man sich das mal reinzieht, wie viele Zombies da jetzt hier ja, unterwegs sind. Ich weiß gar nicht. Laut meines aktuellen Wissens sogar gibt es, glaube ich, 4 Zombie-Stufen. Ich hatte mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ich meine, die nächsten, die kommen sollten, sind blaue Zombies und danach rote Zombies. Und ich meine, die roten sind die stärksten. Bin ich der Meinung. Ob das so ist, weiß ich jetzt nicht, aber ich bin der Meinung. So.
Ja, wie gesagt, bei der Menge, an denen noch diese normalen Zombies kommen, lohnt sich das noch nicht direkt. Dafür müssen wir auch erstmal einen Ausgleich zwischen hier zwischen Bonn und zu RC jetzt hier. Weil die Bogenschützen, soweit ich weiß, machen doppelten Schaden. Wie. Lass mich mal gucken. Wo sind denn Steinschleuder-Dinger da? Nee, okay, können sie nicht sagen. Die machen auf jeden Fall, soweit ich weiß, doppelten Schaden wie die ursprünglichen. Nee, und wie gesagt, das ist auf jeden Fall nicht die Schluder. Dafür brauchen wir Feder. Und damit wir Feder haben können, brauchen wir Hühnerstall. Ich weiß gar nicht, wie der Spaß da jetzt funktioniert. Stimmt, für Hühner-Dings muss ich hier eine Hühnerfarm, ne? Benötigt fruchtbaren Boden. Wie groß darf das sein? Ehrlich gesagt, ist das schwierig zu beantworten. Ah, mal schauen. Aber man sieht schon, wir brauchen schon allein 9 neue Jobs, um, ja, die Leute hier bei Laune zu halten. Das ist schon nicht ohne, finde ich. Aber ich sehe schon, damit haben wir die Folge schon wieder geschafft. Und ich würde sagen, Leute, ich stelle mich wieder auf meine Stammposition. Ich liebe diese Position, da hält man immer die Menge der Zombies im Überblick. Ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, hinterlasst doch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung dafür. Das Video würde mich freuen, wenn ich darüber ein Feedback bekommen würde. Und würde sagen, jo, bis zum nächsten Mal, euer Hamla Hamla. Ciao, Leute. Somewhere new.